Seibert Media ist? Für mich auf jeden Fall mehr als nur mein Arbeitsplatz. Seibert Media ist für mich Familie. Ja, es fühlt sich halt irgendwie nicht nach Arbeit an, sondern es ist mehr so ein, ja, wir schaffen was zusammen. Seibert Media ist für mich ein Ort, an dem Offenheit und Flexibilität gelebt werden. Seibert Media ist Zusammenarbeit in Teams mit Software. Das ist sozusagen das, wofür wir stehen, was wir können und was wir Kunden anbieten wollen. Bei Seibert Media gibt es eigentlich keine Hierarchien. Es gibt nur Martin und mich als formelle Geschäftsführer und ansonsten gibt es selbstorganisierte Teams. Das heißt, es gibt auch keinen disziplinarischen Vorgesetzten. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen anders denken, was Entscheidungsprozesse angeht. Die Teams regeln alles für sich selbst. Ich muss also keinem Chef irgendwie Bescheid sagen. Und wir müssen mitdenken, wir müssen darüber nachdenken. Die Aufgabe, die ich gerade mache, ist die richtig und ist der Lösungsweg der richtige oder gibt es vielleicht eine Alternative? Das ist super, weil wir damit gefordert werden und nicht einfach nur Arbeiterameisen sind. Das heißt, du kannst bei uns eigentlich in jedem Bereich mitreden. Es gibt nichts, was der Geschäftsführer alleine bestimmt. Ich fand es besonders gut, eben von Anfang an wirklich Aufgaben zu bekommen, mich nicht erst mal 3 Wochen einarbeiten zu müssen, sondern dass dieses Einarbeiten halt on the fly passiert ist. Der eine vertraut dem anderen, dass er immer sein Bestes gibt, gute Entscheidungen trifft. Und das ist was, was sich überall durchzieht. Wir glauben, dass die Experten in den Teams die Entscheidungen am besten treffen können und nicht irgendwelche Gesellschafter oder Geschäftsführer. Aber um die Entscheidungen sinnvoll treffen zu können, brauchen sie alle nötigen Informationen. Sei es jetzt, dass wir Geschäftszahlen offenlegen, sei es, dass wir unser Wissen im Wiki teilen. Dadurch entwickelt sich auch, finde ich, ein viel stärkeres Verantwortungsgefühl und auch Zugehörigkeitsgefühl. Veränderung ist etwas, das von außen kommt. Eine unserer Hauptaufgaben ist es, Veränderungen willkommen zu heißen. Veränderungen sind nichts Böses, sondern Veränderungen sind Teil unserer Arbeit. Insofern ist es meines Erachtens heute eine Grundanforderung, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich mich als Unternehmen und auch als Mensch verändern muss. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter auch dazu, mal was auszuprobieren. Dafür gibt es Hackathons, 2-mal im Jahr richten wir die aus. Und da können die Leute sich selber was aussuchen, wo sie innerhalb von 24 Stunden einen Prototypen zum Beispiel für ein neues Produkt entwickeln, das wir unseren Kunden später wieder anbieten. Bei uns ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ausprobieren können, neue Techniken, um vielleicht bessere Wege zu finden. Das schlägt ab und zu mal fehl, wie das so ist. Es war ein bisschen chaotisch bei mir von der Zuordnung der Teams. Ich glaube, dass wir relativ gut darin sind, in diesem Prozess der Veränderung zu lernen, das war irgendwie kacke, lass uns das mal lieber nicht wieder so machen, weil das hat nicht funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht wertvoll. Das Coolste an Seibert Media ist die Veränderung, die hier täglich stattfindet. Ein sehr cooles Arbeitserlebnis zu schaffen und das finde ich unglaublich wertvoll und das habe ich woanders noch nicht erlebt. Die Freiheit zu haben, an dem Was und an dem Wie auch mitzugestalten. Das Coolste bei Seibert Media ist auf jeden Fall mein Team. Für mich die Kollegen. Das Beste ist, hier mit Leuten zusammenzuarbeiten, die alle genauso was besser machen wollen, die sich gemeinsam weiterentwickeln wollen. Das ist eigentlich das Coolste hier, das Team.